Freunde, einen genüsslichen Espresso in Bali. Es geht heute tagestourmäßig in verschiedene Tempel. Was genau auf uns zukommt, weiß ich nicht. Deswegen bleibt dran. Wir legen los. Viel Spaß und viel Action. Aber der schmeckt nicht so gut. So Leute, die Einlassbedingungen sind hier härter als im Bergheim in Berlin, denn du darfst nicht rein, wenn du schwanger bist, wenn du deine Menstruation hast, wenn dein Kind noch nicht die Milchzähne verloren hat, wenn du in Trauer bist. Also ihr seht, es sind viele Punkte, wo man einfach nicht rein darf, ja, aber ich habe das Privileg, hier reingehen zu dürfen und entsprechend muss man noch seine Beine verdecken und dann passt es. Gut, legen wir los. Okay, hier am Eintrittstor haben wir ein gespaltenes Tor für Yin und Yang. Also zu dem Tempel hier, der ist schon über 1000 Jahre alt. Derjenige, der diesen Tempel gebaut hat, hat hier auf Bali mehrere Tempel dann gebaut. Was wichtig ist für deren Glaube, wir haben hier oben den Berg. Ganz oben heilig die Götter. Dann kommt die mittlere Station, dort wo die Menschen leben. Und dann gibt es das Meer, dort wo die Dämonen sind, das Böse. Also du sollst weder im Berg leben, es ist heilig, noch sollst du zu nah am Wasser leben, denn da ist es böse. Natürlich Flutkatastrophen etc. Du sollst in der Mitte leben. Beim Menschen sieht man es, der Kopf ist heilig. Dann konsumierst du hier und lebst und die Füße, die brauchst du nicht unbedingt. Bei den Opfergaben das Gleiche. Du sollst die Götter stillen. Also werden die auf einen höheren Podest gelegt. Und Fleisch oder Gebeine oder Knochen, die kommen auf den Boden, um dann die Dämonen, das Böse, eine Opfergabe bereitzustellen. Also du sollst sowohl die Götter als auch die bösen Dämonen immer zufriedenstellen. So ist der Glaube. Das hier ist ein Reisspeicher. Eigentlich hat jeder Reisbauer so einen Reisspeicher. Hier oben wird für das ganze Jahr über der Reis gespeichert. Und hier haben wir einen Reisstampfer. Dann eine andere Geschichte, natürlich Aberglaube. Und zwar mein kleiner Sohn, er konnte jetzt hier nicht mit in den Tempel, weil er ja noch seine Milchzähne hat. Und andere Gäste, andere Touristen sind wohl hier trotzdem schon mal mit ihrem Kind reingekommen. Und das Kind hat nach dem Tempelbesuch immer nur geweint. Und es war dann beim Arzt und der Arzt konnte nichts feststellen, bis die Eltern dann noch einmal hierher gekommen sind und der Priester hat dann eben darauf hingewiesen, dass er hier nicht hätte reingehen dürfen, der Junge. Und dann musste hier eine Opfergabe erbracht werden und dann wurde er hier mit dem Wasser nochmal beträufelt. Und ab diesem Zeitpunkt hat der Junge das ständige Weinen dann aufgehört. Ja, ist natürlich viel Aberglaube, aber so ist es zumindest hier in dieser Kultur. Hieran wird geglaubt. Die Reisindustrie ist eigentlich eine der größten Industrien hier auf Bali. Und es gibt verschiedene Arten. Der meist angebaute Reissorte ist der Basmati-Reis. Da wird die Pflanze etwa 60 cm hoch. Aber es gibt dann auch schwarzen Reis, Klebereis. Da werden die Pflanzen dann bis zu einem Meter hoch. Ja, was haben wir hier? Eigentlich alles noch ganz frisch angepflanzt, aber wirklich interessant. Ja, das Ganze mal zu sehen. Ein wunderschöner Anblick, gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt ja verschiedene Arten von Kokosnüssen, die gelbe und die grüne. Die grüne kennt jeder. Hier gibt es die kleinen Bananen, die schmecken besonders gut. Ja, also wenn ihr auf Bali seid, werdet ihr unglaublich frische Früchte hier erfahren. Und ja, ich möchte es nicht schöner reden, als es ist. Es ist ein Reisfeld und deswegen gehen wir direkt auf die nächste Etappe. Okay, gut, wir sind jetzt auf einer kleinen Kaffeeplantage. Hier gibt es diese Tiere, die Kaffeebohnen im rohen Zustand essen und dann eben diese Kaffeebohnen wieder ausscheiden, also Kot. Und das ist dann eine der teuersten Kaffeearten. Ich erinnere mich, weil wir waren hier schon mal vor 7 Jahren, da waren die alle in ganz kleinen Käfigen eingesperrt. Aber der kleine Mann ist jetzt hier frei.
läuft auch nicht davon, scheint sich einiges gebessert zu haben. Mal schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Wir haben jetzt hier einige Teesorten bekommen und verschiedene Kaffeearten, alles kostenlos. Wenn es schmeckt, kann man oben bestellen. Das ist natürlich auch die Intention dahinter, etwas kostenfrei zur Verfügung zu stellen, dass man dann oben bestellt. In diesem Sinne, was probiere ich als erstes? Den Morgen-Steam-Tee. Mango-Steam-Tee. Oh, der ist verdammt gut. Der ist gut. Was haben wir noch? Ein bisschen Lemongrass. Auch geil. Und zuletzt Bali-Kaffee. Und den stelle ich mal zurück. Der ist nicht so gut. Naja. Okay, wir sind jetzt hier auf dem traditionellen Stand und Markt von den Balinesen. Hier gibt es allerlei Ramsch, von Nüssen bis zu Gewürzen, bis zum Schuhlöffel, lauter unsinniges Zeug. Wer hier einkaufen möchte und viel Souvenirs sucht, der wird hier in jedem Fall fündig. Gegen Tourende dann noch ein zweiter Tempel, der ist in jedem Fall viel touristischer. Man sieht schon, da hinten ist ein Kindergartenspielplatz. Viele bunte Farben, hier ist alles angemalt. Ist schön, aber im Vergleich zu den traditionellen Tempeln, wo wir zu Beginn waren, kommt hier eher ein touristisches Flair rüber. Wir schauen uns mal alles an, aber ich bin mir sicher, der erst gezeigte Tempel ist in jedem Fall der traditionellere und für Bali der sehenswertere. Ein wunderschöner Blick über den See. Ich persönlich sage, kann man hier machen. Allerdings der erstgezeigte Tempel ist sehr traditionell, da habe ich Bali gefühlt. Hier ist für mich Touri-Absteige. Gut, das war's von meiner Wenigkeit. Ich würde mich sehr noch über einen Daumen nach oben freuen, vielleicht noch ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen.